Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls von Skyrim, hier in der vierten Staffel mit unserem Ogron, dem Hexenjäger. Ja, es geht weiter mit diesem Projekt heute am 19.10.2024. Es ist 2.29 Uhr, heute ist Freitag und ich komme gerade aus einer Aufnahmesession Warhammer 3, womit ich Warhammer 3 nun pausieren werde eine Weile, denke ich mal. Mindestens für mich pausieren werde, wenn nicht sogar auch für euch spürbar und sichtbar vor allem, im Sinne von, dass ich dort vielleicht sogar Empire wieder spielen werde als Zwischenprojekt, bis ich dann wieder Warhammer 3 spiele, ja. Aber jetzt konzentrieren wir uns voll auf Skyrim. Skyrim, das habe ich jetzt schon eine Weile nicht mehr gespielt. Furchtbar, ich habe total Bock hier drauf. Ich habe schon eine neue Mod gefunden für die Drachenkultisten-Staffel, für die nächste Staffel. Da haben wir dann so einen Skilltree, der gemacht ist für Drachenblut. Und das overhault die Schreie. Die sind interessanter und mächtiger. Und da gibt es dann verschiedene Buffs, die man sich holen kann, verschiedene Segen. Und es ist einfach so cool, diese Mod. Und ich habe die schon runtergeladen, noch nicht installiert, weil ne, in Spielen laufenden Spielstand macht, packen wir das jetzt hier nicht rein, weil Ogron ohnehin kein Drachenblutcharakter aktuell ist. Und ja, es ist einfach. Also da habe ich auf jeden Fall Bock drauf und ja. Aber jetzt habe ich auch hier drauf Bock. Natürlich habe ich auch hier drauf Bock. Ich möchte auch mit Ogron noch spielen, der Hexenjäger, der ja sehr, sehr mächtig ist. Was haben wir da? Ist ein Zombie, ne? Ja, ist ein Zombie. Tja, den können wir mit unserer Lichtmagie einfach ausschalten. Ah, nee, das wollte ich nicht. Das Eisenschwert brauche ich nicht. Ja, ich glaube, ich drücke die Maustasten immer nicht genug durch manchmal. Deshalb bricht er das manchmal ab. Ja, das kann sein. Legen wir wieder den Bogen in die Hand und folgen einfach mal dem Marker. Ist der Bug jetzt gefixt mit der Wiederherstellung? Ist das jetzt vielleicht? Nein, der ist in der Mod verankert, der Bug. Ja, kann sein, dass ich für die nächste Staffel dann eine andere UI-Mod nutze. Mal gucken. Ah, hier am Wasser ist sie scheinbar. Ja, da vorne. Da vorne sind doch so ein paar Ruinenteile. So, hier durchs Wasser durch. Das ist ja relativ flach. Und dann sind wir schon da. Was ich auf jeden Fall gesehen habe, ist, dass Skyrim mehr Aufrufe hat als Warhammer. Und das ist krass. Liegt aber auch daran, weil Warhammer gerade so ein bisschen in seinem Loch drin ist. Ihr habt nicht zufällig einen Sack mit Wemerkreiseln drin gesehen? Ich könnte schwören, ich habe ihn genau hier hingestellt. Vielleicht haben die Schlammkrabben ihn sich geholt. Hab neulich erst eine gesehen. Würd mich nicht wundern, wenn sie mir gefolgt wäre. Haltet doch bitte die Augen offen, ja? Isran hat mich gebeten, euch zu suchen. Isran? Will mich? Ja. Nein, da müsst ihr euch irren. Das letzte Mal, als wir miteinander sprachen, hat er mir klargemacht, dass er meine Hilfe nicht braucht. Hat sich geändert. Ich kann mir kaum vorstellen, dass er seine Meinung geändert hat. Doch. Er hat mir einige verletzende Dinge gesagt, bevor er ging. Oh. Wie dem auch sei, ich kann mich über mein jetziges Leben nicht beklagen. Wenn ihr mich also entschuldigen würdet. Vampire bedrohen ganz Himmelsrand. Wir brauchen eure Hilfe. Vampire? Wirklich? Oh, und ich vermute, jetzt erinnert er sich daran, dass ich ihm von drei möglichen Szenarien berichtet habe, in denen Vampire über das Volk herfallen. Nun, was haben Sie vor? Sie haben eine Schriftrolle der Alten. Ich... Damit hätte ich beim besten Willen nicht gerechnet. Interessant. Ich bin mir nicht sicher, was Sie damit anstellen wollen. Aber in diesem Fall macht Isran sich wohl zu Recht Gedanken. Oh ja. In Ordnung, wenn's weiter nichts ist. Es kann wohl nicht schaden, zu erfahren, was eigentlich vor sich geht. Dann kann ich mich auch besser verteidigen. Aber ich kann nicht einfach zurücklassen, woran ich hier gearbeitet habe. Dazu ist es zu nützlich. Ich brauche mindestens einen intakten Dwemer-Kreisel. Also muss ich entweder meine von den Schlammkrabben gestohlene Tasche finden oder mir von irgendwoher einen anderen Kreisel beschaffen. Ihr habt nicht zufällig einen dabei, oder? Die Zeit ist knapp. Ihr müsst euch jetzt auf den Weg machen. Das geht aber nicht. Jedenfalls nicht ohne mindestens einen Kreisel als Zeichen meiner Bemühungen. Isran und ich brauchen immer noch eure Hilfe. Das verstehe ich. Aber ich kann hier wirklich nicht weg ohne mindestens ein brauchbares Stück Zwergenausrüstung.
Ein einziger Kreisel würde schon reichen. Glaubt mir, die sind wirklich nützlich. Okay. Lebt wohl. Dann würde ich mal sagen, gehen wir nach dem Dwemer-Kreisel suchen. Sie sagte ja, dass Schlammkrabben das gestohlen haben. Vielleicht finden wir das ja hier irgendwo. Na, Schlammkrabben leben ja am Meer, also müssten sie hier irgendwo sein. Ja, hier so. Irgendwo am Meer. Ja. Am Wasser, besser gesagt. Meer nicht. Quatsch. Es ist kein Meer. Aber am Wasser halt, meine ich damit. Schauen wir mal. Also wenn, dann müssten ja auch Schlammkrabben hier irgendwo auftauchen. Oder haben wir die schon umgebracht? Nee, eigentlich nicht. Wobei ich jetzt nicht weiß, wie sinnvoll das ist, jetzt bloß aufwärts zu suchen, muss ich zugeben. Ah, der Bär da hinten hat uns gemerkt. Ist euch aufgefallen, dass Tiere eine höhere Chance haben, einen zu entdecken als andere Kreaturen? Ja, weil Tiere halt ja sehr feinsinnig sind, ne? Das Eisenerz. Ja, das mit dem Dwemer-Kreisel, das ist immer ein bisschen schwierig. Ich weiß gar nicht, wo wir einen finden könnten, wenn wir jetzt hier keinen finden. Hm. Oh, das Hängesoß. Sehr gut. Hm. Ja, ich glaube, es ist sinnvoller, wenn ich flussabwärts suche, statt flussaufwärts. Man muss nur antippen, um zu sprinten. Das ist ja interessant. Ah, wobei, ich sehe gerade da vorne, da ist eine Dwemer-Ruine. Naja, da vorne ist eine Dwemer-Ruine. Es ist keine große Dwemer-Ruine, aber es ist eine Dwemer-Ruine. Wenn wir ganz viel Glück haben. Tja, da haben wir schon einen. Aber gut, wenn wir jetzt schon mal hier sind, dann möchte ich das hier auch aufdecken. Ja, also wenn wir jetzt schon mal hier sind, dann möchte ich das auch... Das sind bestimmt Gegner irgendwo. Tiefenvolk. Tiefenvollkreuzung. Hm. Ja, aber hier ist nichts Interessantes. Schade. Also an Gegnern. Hm. Gut, dann gehen wir wieder zurück den ganzen Weg. Warte mal, ich kann ja auch dem Wasser folgen. Ich hoffe nur, dass mich das nicht umbringt. Weil das ist tatsächlich nicht so eine gute Idee, im Wasser mit in sich in reißendes Wasser zu stürzen. ist tatsächlich nicht so die beste Idee. Ja, der Bär, der kann uns egal sein. Boah, hat das viel Schwung, das Wasser. Ja, der Bär. Ja, erwischt er uns, oder? Ja, er scheint uns zu folgen. Ah, oder auch nicht. Hallo. Nur ein einziger Kreisel. Das verstehe ich. Ein einziger Kreisel würde schon reichen. Glaubt mir, die sind wirklich... Hier, ich habe einen Dwemer-Kreisel. Nehmt ihn. Vielen Dank. Das ist nicht viel, aber er wird mir bei einem Teil meiner Forschung von großem Nutzen sein. Wo soll ich mich laut Isran hinbegeben? Wir treffen uns in Fest und Dämmerwacht. Ah, er hat seinen geheimen Unterschlupf ausgebaut, nicht wahr? Ja, naja. Er hat noch nicht mal eine Dämmerwacht-Rüstung irgendwo liegen. Also nee, ausgebaut nicht wirklich. Bis zum nächsten Mal. Na, bis zum nächsten Mal, ja. Gut, ich hoffe, sie hat den Dwemer-Kreisel mir auch abgenommen, weil der wiegt tatsächlich, glaube ich, relativ viel, ne? Dwemer-Sachen wiegen allgemein viel. Die Dwemer haben scheinbar sehr viel Ausdauer geskillt. Ansonsten könnten sie so viel Schrott nicht mit sich rumtragen. Ich habe auch eine Theorie, was mit den Dwemern passiert ist bei ihrem Verschwinden. Ich glaube, dass die in Netherius sind.
dass sie zu Göttern aufgestiegen sind und die normale Welt verlassen haben. Und als Aedra jetzt existieren. Das glaube ich. Aedra können ja jederzeit auf die normale Welt. Aedra können das, glaube ich, auf die Art und Weise nicht so leicht. Das letzte Mal, dass ein Aedra auf der normalen Welt war, war, wo Akatosh, glaube ich, war es, ne? Wo Akatosh sich das in den Körper von dem letzten lebenden Erben der Septim-Dynastie rein versetzt hat und dann dort Merunes Dagon verwundet hat. Das Interessante ist, Aedra sind sterblich. Theoretisch gesehen hätte Akatosh dabei auch sterben können. Er hat sich, ja, hat er schon ein bisschen sich aufgebaut hier. Das war zuvor hier nicht da. Ja, Verzeihung, so ein Palisadenwall. Er spielt Stronghold 2, wie man sieht. Er hat Stronghold 2 gespielt und weiß, dass Palisadenwälle ein bisschen helfen. Oder Stronghold 1. Naja. Sprecht Elf. Und ja, das glaube ich nämlich eher. Wie Akatosh hätte dabei auch rumkommen können, tatsächlich. Ja. Aedra sind wie gesagt sterblich. Jetzt, da die Dämmerwacht wieder erstarkt ist, geht es mit dem Schreckensreich der Vampire zu Ende. Da kann man auch Holz herstellen, wie ihr seht. Und ja. Aber Aedra übrigens nicht. Aedra können nicht sterben. Aedra können nur aufgelöst werden und sich dann wieder neu formieren. Aedra sind unsterblich. Aedra aber, wie gesagt, nicht. Es gibt ja auch den, wie heißt der? Lorkhan, glaube ich. Ja, Lorkhan, glaube ich, heißt er. Das ist ein Gott, ein gefallener Gott. Und aus den Überresten von ihm wollten die Dwemer halt so eine Maschine bauen, so einen, ihren eigenen Gott erschaffen. Aus Überresten von ihm. Lorkhans Herz. Das wollten sie nutzen und das anzapfen mit verschiedenen Werkzeugen, die Kagrenak, glaube ich, hieß er, geschaffen hat. Und bei diesem Versuch, das zu tun, sind die Dwemer verschwunden. Wie gesagt, ich glaube, dass sie sich dabei einfach, dass es geklappt hat, aber sie haben sich dabei in Aedra verwandelt. Selbst haben sie sich in Aedra verwandelt. Und dann, da Aedra nicht einfach so auf der normalen Welt rumlaufen können, ohne einen Avatar, so wie zur Oblivion-Krise. Mit dem letzten Septim-Erben mussten die Dwemer alles hier verlassen, quasi, und existieren nun in Aetherius. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, ich weiß nicht, wie es in Aetherius ist. Man hat nie die Möglichkeit, dorthin zu reisen. Andererseits doch hat man. Sovngarde gehört zu Aetherius. Sovngarde ist Teil von Aetherius. Ja. Sovngarde ist das Gebiet von Shor. Und Zun, der Wächter, ist ein Aedra. Ein Aedra-Gott. Vielleicht geht's, und in Sovngarde geht's den Leuten ja ganz gut. Vielleicht geht's den Dwemern auch gut. Also gut, Isran. Ihr habt er steht da oben. Was wollt ihr von uns? Halt, stehen bleiben. Was macht ihr denn da? Ich möchte sicher gehen, dass ihr keine Vampire seid. Kann nicht vorsichtig genug sein. Willkommen auf Festung Dämmerwacht. Ihr habt sicherlich schon gehört, womit wir es zu tun haben. Mächtige Vampire. Mächtiger als alles, was wir kennen. Und sie haben eine Schriftrolle der Alten. Wenn sich ihnen jemand in den Weg stellt, dann sind wir das. Das ist ja alles schön und gut, aber wissen wir denn irgendwas über das, was sie tun? Was machen wir denn jetzt? Dazu kommen wir noch. Jetzt macht euch erst einmal mit dem Lager vertraut. Sorine, für euch gibt es Platz, um an der neuen Armbrust zu arbeiten, die ihr bereits entworfen habt. Gunmar, ihr kümmert euch um die Trolle, legt ihnen Rüstungen an und macht sie einsatzbereit. In der Zwischenzeit werden wir herausfinden, warum ein Vampir hier aufgetaucht ist und nach euch gesucht hat. Wir werden uns jetzt ein wenig mit ihr unterhalten. Oh mein Gott. Ich weiß, wer dieser Vampir ist. Er ist etwas gewöhnungsbedürftig. Prophet. Was, jetzt schon Prophet? Okay. Folge Isran. Ja, der ist da oben irgendwo. Ich glaube aber nicht, dass wir irgendwie mit denen handeln können, ne? Ihr braucht etwas? Nee. Was kann ich für euch tun?
Ah ja, den wollte ich mal fragen, warum er sich angeschlossen hat. Warum habt ihr euch der Dämmerwacht angeschlossen? Ich habe die Gerüchte in Himmelsrand gehört. Ich weiß, dass sich etwas zusammenbraut. Und ich habe die Vampire gesehen. Ich hatte zwei Möglichkeiten. Entweder hätte ich in Furcht vor der Nacht leben oder dabei helfen können, mein Volk zu beschützen. Ich meine, warum... Ich gehe dann mal wieder. Mal. Oh, nun, ich bin mir nicht sicher. Ich denke, weil wir sie bekämpft haben und dachten, was könnte es Schlimmeres geben? Und dann stellt man fest, dass ein Troll in Rüstung noch furchteinflößender ist. Nun, diesen Gedanken kann ich folgen. Ah ja. Da wären wir. Es fängt schon wieder an. Ich habe Angst vor dem, was als nächstes passiert. 500 Goldstücke dafür? Also, geht's noch? Was habt ihr zu verkaufen? Iswan hatte einen erstaunlichen Vorrat an Waffen und Rüstungen. Ja. Seht euch um. Ich sehe. Ja. Okay. Schwere Rüstung wäre möglich, ja. Schwer, schwer, ärmellos. Nee, rot will ich nicht. Dämmerwacht Schild, Dämmerwacht Stiefel. Ja. Ja, hätte ich gerne, ne? Wir haben das Geld, also so ist es nicht, ne? Ist ja nicht so, dass wir aufs Geld achten müssen. Na gut, dann machen wir das. Wollen wir denn leicht oder schwer? Eigentlich schwer, ne? Weil wir haben schwer schon, warte mal. Wie weit sind wir denn mit dem Skillen von schwerer Rüstung? Bei der leichten Rüstung sind wir hier. Okay, und bei der schweren Rüstung, wie weit sind wir da? Bei 48? Ah ne, das ist... Genau, das ist das hier, schwere Rüstung, genau. Bei leichter Rüstung, wie weit sind wir da? Genau, ihr braucht nicht länger einen Helm. Genau, das brauche ich. Wie weit bin ich denn davon weg, dass die schwere Rüstung nichts mehr wiegt? Ihr braucht nicht länger einen Helm, kann ich nehmen. Er hat keinen weniger Fallschaden. Das ist Konditionierung. Da bin ich gar nicht, da bin ich zwei Punkte von entfernt. Tapfer Freund. Wo habe ich nochmal den höheren Skill bei schwerer Rüstung? Okay. Hübscher kleiner Ort, nicht wahr? Keine Kriegsjungfer, dafür aber einen ordentlichen Vorrat. Dann will ich die schwarze Version. Boah, die ist aber ganz... Oh, ist die kostet das Dreifache von der normalen? Okay. Wenn du meinst. Ah, die gibt's gar nicht in schwarz. Ich will aber schwarz haben. Dann bleiben wir bei der leichten Rüstung. Ganz ehrlich. Ja, dann bleiben wir bei der leichten. Ja. Okay. Tapfer Freund. Das sieht ziemlich gut aus, weil das hat doch so, das hat so einen ganz, ganz leichten Robencharakter. Weil wir nicht so eine, Dinge auf den Schultern haben und weil die, weil das so ein bisschen was unter der Rüstung ist, dieses Stoff, was da unter der Rüstung ist, das sieht so robenartig aus. Und ich finde, das ist richtig gut. Und die Kapuze, die passt wie angegossen. Sehr, sehr, sehr cool. Alles klar. Gut, dann muss ich mit der anderen sprechen. Mit der, wie hieß sie nochmal? Sorin oder so? Ja, nehmen wir uns erstmal hier die Tränke mit. Stahlbolzen, genau. Ich will sowieso mit ihr sprechen, weil... Nun, das ist nicht wirklich ein sie eine Quest für uns hat. Aber sie ist stabil, sicher und lässt sich verteidigen. Ich bin lieber hier als irgendwo sonst im Himmelsrand. Wenn Israel mich braucht, muss es ziemlich schlimm sein. Ich frage mich, womit wir es hier zu tun haben. Was wisst ihr denn über die alte Dämmerwacht? Ich habe nur ein paar Geschichten gehört. Keine Ahnung, ob eine davon wahr ist. Sie sollten hier einen Vampir bewachen. Aber das Ende vom Lied war, dass sie selbst alle zu Vampiren wurden, nachdem sie gesehen hatten, wie mächtig er war. Oh. Und dann machten sie Rift unsicher, bis ihnen endlich jemand das Handwerk legte. Doch das spielt jetzt keine Rolle mehr. Wenigstens versucht Isran, der Dämmerwacht wieder Ehre zu verleihen. Könnt ihr mir beibringen, eine Armbrust herzustellen? Nee. Machen wir was mal verkaufen. Das ist eher ein zufälliges Sortiment von Dingen. Seht ihr etwas Brauchbares? Ja, ja, natürlich. Ich ziehe mir jetzt einen Rucksack an. Und dann sehe ich richtig scheiße aus. Ne? Ja. Auf jeden Fall. Sofort. Sonnenfeuer. Kann ich schon.
Sie hat einen mächtigen Seelenstein, den kaufe ich mal. Eine alte Rüstung, die verkaufe ich nicht. Nö, behalte ich. Dedra-Verbannung ist ein toller Zauber für uns. Aber hier ist weiter nichts dabei, ne? Naja. Auf Wiedersehen. Guten Tag. Hallo. Achso, ja, stimmt. Ich muss ja. Wie kann ich helfen? Ja, ja. Nein, ich will mit dir reden. Wie kann ich helfen? Was diesem Ort gemacht hat. Es ist schön, jemanden zu sehen, der wirklich vorbereitet ist. Wie kann ich helfen? Hallo, so. Ich möchte die Wirkung unserer Armbrüste verbessern und habe wirklich alles getan, was ich konnte. Jetzt brauche ich etwas Inspiration. Blutsgaldenhügelgrab. Ich nehme sie auseinander, stochere darin herum und versuche die Arbeitsweise der Dwemer zu verstehen. Mit gemischten Ergebnissen. Aber rein zufällig habe ich herausgefunden, wo sich einige echte Dwemer diagnostizieren. Ist das nicht auf Solstheim? Könntet ihr so liebenswürdig sein und diese Baupläne für mich organisieren? Bis zum nächsten Mal. Das ist auf Solstheim, ne? Warte mal, ich will das mal kurz sehen. Ja. 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 Blutskallenhügelgrab ist auf Usolzheim. Okay. Warum? Naja. Ja, das ist jetzt blöd. Bei Solstheim darfst du eigentlich erst betreten, wenn das mit Mirag losgeht. Wenn du die Hauptquests sehr weit gespielt hast. Sehr weit. Also du musst da relativ viel machen sogar für. Okay, hier geht's schon mal nicht lang. Ja, Folge Isran. Auch toll, ne? Folge Isran. Ja, ja. Also auf jeden Fall. Wir tun uns überhaupt nicht schwer, ihm zu folgen. Ah, jetzt haben wir den Weg gefunden. Hallo. Warum bist du hier oben? Ich wusste, dass es eines Tages so weit kommen würde. Ich wusste es, aber niemand wollte mir glauben. So, dann zeig mal, was du hast für uns. Oh. Da ist sie wieder. Diese Rana. Dieser Vampir ist während eurer Abwesenheit aufgetaucht. Ich vermute mal, dass es die ist, die ihr in der Trübhöhlengruft gefunden habt. Sie sagt, dass sie etwas sehr Wichtiges mitzuteilen hat. Na, dann lasst mal hören. Ihr habt wahrscheinlich nicht damit gerechnet, mich noch einmal zu sehen. Tja, so sieht man sich wieder. Was macht ihr hier? Ich wäre auch lieber woanders, aber ich muss mit euch sprechen. Es ist wichtig, also hört einfach zu, bevor euer Freund hier seine Geduld verliert. Okay. Es geht um mich und um die Schriftrolle der Alten, die mit mir begraben wurde. Was ist mit euch? Die Prophezeiung ist der Grund, warum ich da unten war und warum ich die Schriftrolle der Alten hatte. Es liegt alles an meinem Vater. Ich denke, dass ihr da auch schon drauf gekommen seid, aber mein Vater hat nicht gerade ein gutes Wesen. Nicht einmal für einen Vampir. Nee. Er war aber nicht immer so. Es gab eine Wende. Er stolperte über diese obskure Prophezeiung und verlor sich selbst irgendwie darin. Was hat sich verloren? Was meint ihr damit? Er vertiefte sich immer mehr, wurde ganz besessen davon. Es war irgendwie schon krankhaft. Oh. Die Prophezeiung sagte, dass die Vampire nicht länger die Sonne fürchten müssten. Für jemanden, der sich als königlicher Vampir betrachtet, ist das natürlich ziemlich verlockend. Oha. Jedenfalls wollten meine Mutter und ich keinen Krieg für ganz Tamriel provozieren. Und deshalb versuchten wir, ihn aufzuhalten. Aus diesem Grund wurde ich mit der Schriftrolle zusammen weggeschlossen. Oh, das ist aber nicht sehr nett. Ihr seid ein großes Risiko eingegangen, hierher zu kommen. Das habe ich. Aber irgendetwas an euch sagt mir, dass ich euch vertrauen kann. Kannst du. Ich hoffe, dass ich mich dabei nicht täusche. Nein.
Nein, ihr habt recht. Wir müssen nur die anderen überzeugen, dass ihr auf unserer Seite seid. Nun, dann lasst uns gehen. Wenn ich eines bin, dann überzeugend. Sprich mit Isran. Okay. Nun gut. Ihr habt gehört, was sie zu sagen. Ja, du hast es auch gehört. Nun sagt mir einen Grund, warum ich dieser blutsaugende Bestie nicht auf der Stelle töten sollte. Vergesst euren Hass für einen Moment und seht auf das... was haben wir da jetzt? Nee, das mit dem Hass sagen wir nicht. Wir hassen Vampire auch, weil wir ihre Hilfe benötigen. Warum? Wegen dieser Geschichte über die Prophezeiung, dass ein Vampir versucht, die Sonne zu... Oh, wenn er da schon so aggro reagiert, dann will ich gar nicht wissen, was er bei dem anderen sagt. Warum sollte sie sonst ihr Leben riskieren, um herzukommen? Wer weiß, vielleicht ist sie lebensmüde. Vielleicht ist sie nur verrückt. Das ist mir wirklich egal. Nein, nun komm, lass sie. Sie darf fürs Erste hier bleiben. Aber wenn sie hier jemanden auch nur ein Haar krümmt, werde ich euch dafür verantwortlich machen. Verstanden? Sie wird nichts tun. Fühlt euch nicht wie ein Gast, denn das seid ihr nicht. Ihr seid Mittel zum Zweck. In der Zwischenzeit bringt mich nicht dazu, meine Toleranz und Großzügigkeit zu bereuen. Ich danke euch für eure Güte. Ich werde es nicht vergessen, wenn ich das nächste Mal hungrig bin. Ach, für den Fall, dass ihr das riesige Ding auf meinem Rücken nicht bemerkt habt, ich habe die Schriftrolle der Alten bei mir. Ja. Was auch immer da drin stehen mag, es wird etwas sein, das uns helfen kann, meinen Vater zu vernichten. Aber natürlich kann es keiner von uns lesen. Das stimmt. Wer kann es denn? Nun, die Mottenpriester sind die einzigen, von denen ich gehört habe, dass sie es können. Ja, sind doch die einzigen. Sie müssen sich aber über Jahre vorbereiten, bevor sie mit dem Lesen beginnen. Ja, weil das zu krass ist. Sowieso nur wenig, weil sie einen halben Kontinent weit weg sind. In Cirodiil. Vor ein paar Tagen kam ein kaiserlicher Gelehrter nach Himmelsrand. Ich untersuchte gerade die Straße, als ich ihn vorbeikommen sah. Vielleicht ist das ja euer Mottenpriester. Wisst ihr, wo er sich jetzt aufhält? Nein. Ich werde auch keine Männer für eine Suche verschwenden. Wir führen einen Krieg gegen eure Art. Und ich gedenke, ihn zu gewinnen. Wenn ihr ihn finden wollt, redet mit allen, die mit Reisenden in Kontakt kommen. Gastwirte und Kutscher in den großen Städten. Aber ihr seid auf euch allein gestellt. Wisst ihr, wie ihr einen Mottenpriester finden wollt? Himmelsrand ist ziemlich groß. Habt ihr einen Vorschlag? Nun, bevor ich... Ihr wisst schon. Die Akademie von Winterfeste wäre immer der erste Ort, den ich wegen einer magischen oder historischen Sache aufsuchen würde. Die Magier wissen über viele Dinge Bescheid, über die Menschen vermutlich nichts wissen sollten. Das stimmt, ja. Jetzt, da ich darüber nachdenke, ich komme mit euch mit. Ich wollte schon lange mal losziehen und die Gegend erkunden. Seid ihr denn schon immer ein Vampir gewesen? Das ist eine lange Geschichte. Ich will das hören. Aber ich glaube, wir müssen etwas weiter ausholen. Ganz an den Anfang. Wisst ihr, wie der Vampirismus entstanden ist? Darüber weiß ich nicht sehr viel. Andererseits doch, wir wissen darüber. Aber... als Wächter von Stendar wissen wir das. Ich hätte mir denken sollen, dass ein dethischer Fürst dahinter steckt. Genau. Der erste Vampir wurde von Molag Bal erschaffen. Sie war keine Freiwillige, aber sie war dennoch die erste. Wer war das? Molag Bal ist ein mächtiger Dedra-Fürst und sein Wille erschafft die Realität. Das stimmt, ja, der ist sehr stark. Die sich ihm unterwerfen, eine der Underrated. Aber sie müssen erst ihre eigene Macht demonstrieren, um sein Vertrauen zu gewinnen. Eine der am meisten Underrated ist. Bedauert ihr es, ein Vampir geworden zu sein? Das hat mich noch nie jemand gefragt. Ich weiß es nicht. Ich glaube, mehr als alles andere hasse ich, was meiner Familie angetan wurde. Okay. Nein. Das klingt so, als hättet ihr nicht für besonders vernünftig. Nein, das sage ich nicht. Wie hat es sich auf eure Familie ausgewirkt? Nun, ihr habt die meisten von uns getroffen. Mein Vater ist nicht gerade sehr ausgeglichen. Schließlich hat er meine Mutter mit in den Wahnsinn gerissen. Ja. Und für mich endete es mit einer unterirdischen Gefangenschaft. Wer weiß, wie lange. Oh ja. Alles in allem eine wirklich düstere Geschichte. Ist alles in Ordnung? Das sag ich nicht. Ist alles in Ordnung? Das werde ich.
Gib mir nur etwas Zeit. Nee, nee. Es geht doch nichts über eine Schnitzeljagd. Ich gebe dir jetzt keine Zeit. Wir ziehen jetzt los. Was wisst du über die Schriftrollen der Alten? Ich meine, so viel wie alle anderen auch. Nicht viel. Ja. Man würde denken, dass mir die einigen hundert Jahre, die ich mit ihr eingesperrt war, mehr Erkenntnisse eingebracht hätten. Nein. Nein. Ist quasi... Sie lernt man nichts von Dingen, mit denen man schläft. Nee. Also das Ding ist halt unlesbar und es ist halt einfach da. Und es macht auch nichts und es flüstert auch nicht einem irgendwas zu. Also von daher, da... Keine Ahnung. Ich denke, wir müssen wohl weiter nach diesen Motten... Soll das heißen, dass ihr mehr über mich... Was? Soll das heißen, dass ihr mehr über mich erfahren wollt? Nicht bei diesem Tempo, nein. Okay. Jetzt bin ich ein bisschen überfordert. das war keine gute Idee, dass wir das... Naja, wobei... Nee, spielt keine Rolle. Weil wenn der Spielcharakter mit ihr eine Beziehung eingehen wollen würde, geht das sowieso nicht. Weil ich weiß ganz genau, dass man das nicht kann. Der Spielcharakter kann das nicht. Dafür braucht man eine Mod, wenn man das will. Also das geht so oder so nicht. Geht so oder so nicht. Ich glaube, durch die Kapuze kann sie sogar diesem Debuff entgehen. Aber gut, Serana, wir machen jetzt tatsächlich noch nicht das, sondern ich muss erstmal... wir müssen sowieso zur Akademie, weil ich ja einen Seelenstein kaufen muss. Wir machen uns eine neue Rüstung. Seht ihr das hier, dass die schwere Rüstung so einen Schulterschutz hat? Und das hat unsere jetzt nicht. Und das finde ich halt irgendwie passend. Finde ich. Ja. Nee, also das geht sowieso nicht. Weil es gibt ja im Spiel, in Skyrim gibt es ja das Feature mit dem Heiraten. Und das kann man machen, aber nicht mit ihr. Das geht nicht mit ihr. Das funktioniert nicht. Ah nee, das ist Mirabelle. Ich dachte, das ist Colette. Nehmen wir mit ihm. Zauber und Beschwörung. Es geht nicht. Das kann man nicht. Oh, drei Seelensteine. Warte mal. Wir müssen das Amulett von Zenitha tragen. Jetzt haben wir unter 1000, ne? Ja. So. Es ist so schwer, Seelensteine zu kriegen. Mächtige. Ah ne, wenn wir schon mal hier sind, können wir direkt... Weil dafür braucht man ja nicht irgendwelche Skills oder so. Also ja, das geht sowieso nicht mit dem Heiraten. Das funktioniert nicht. Das ist nicht möglich. Das geht nicht. Die Verzauberungsdienste gehören zu den wenigen Dingen, die uns noch mit dem übrigen Himmelsrand verbinden. Dafür braucht man eine Mod. Also von daher ist das, glaube ich, egal. Ich meine, ich glaube, wenn das nicht so wäre, dann hätte ich jetzt gerade was kaputt gemacht, weil dann wäre das vielleicht schon gegangen. Das wäre auch ein sehr interessanter Plot-Twist gewesen, wenn unser Hexenjäger auf einmal eine Heirat irgendwie macht mit einer Hexe. Weil sie ist eine Hexe, wenn du so willst. Die schlimmste Art Hexen. Vampiren sind die schlimmsten Art Hexe. Aber das geht nicht. Also ich glaube nicht, dass ich da was kaputt gemacht habe. Das glaube ich nicht. Das bezweifle ich stark. Mit der anderen Sache kann man aber was kaputt machen. Mit dem Thema, mit dem... Mit dem...
Möchtest du nicht irgendwie vom Vampirismus geheilt werden? Ich hab das mal geschafft. Aber ich glaube, ich hab das damals mit, also, das ist ewig hier. Da habe ich das mit Konsolenkommandos, glaube ich, gemacht. Du kannst es schaffen. Du kannst sie vom Vampirismus heilen. Das geht. Zumindest, wenn du die Dämmerwacht spielst. Also nicht auf Seiten der Vampire. Ich glaube, da geht das nicht. Aber auf Seiten der Dämmerwacht geht das. Und das kann man machen. Aber nur, wenn man ganz genau aufpasst. Es gibt nur wenig. Ihr wollt also die arkanen Künste meistern? Ja, den kaufe ich mir auch noch. Gut, dann haben wir genug. Boah, nur noch 16.000. Krass. Das ist nicht viel. Naja. Habt ihr etwas über verschwundene Lehrlinge gesagt? Genau. Ja, die Gruppe vor eurer ist komplett verschwunden. Oh. Es ist möglich, dass es mehr als nur die nötige Aufsicht gebraucht hätte. Das wird noch untersucht. Aber seit einiger Zeit haben wir nichts mehr von ihnen gehört. Arniel fragt sich, ob sie vielleicht in den finsteren Reichen verschwunden sind. Aber damit würde man ihnen wohl etwas zu viel zutrauen. Oh. Wo könnten sie denn sein? Ich bin mir nicht sicher. Keiner von ihnen hat an etwas besonders Gefährlichem gearbeitet. Ich erinnere mich, dass Isra versucht hat, Flammenmantel-Zaubersprüche besser an die raue Umgebung im Himmelsrand anzupassen. Ilas Tai praktizierte Illusionszauber. Ich glaube, sie hatte Probleme mit den Besänftigungszaubern. Allerdings arbeitete sie nur mit Skeva-Ratten. Dann gibt es noch Borvir und Rundi. Zwillinge, die sich aber selten auf irgendetwas einigen konnten. Diese beiden Jungs waren besessen von Met und überzeugt davon, eine Konkurrenz zu Honigbräu hinzubekommen. Mit Frostmagie sollte der Met eine bestimmte Zeit lang gekühlt werden. Für mich war das vergeudete Mühe. Aber ja, ist auch wirklich vergeudet. Magie ließ sie gewähren. Natürlich. Bis zum nächsten Mal. Okay, ich habe jetzt aber keine Quest dafür bekommen. Das wundert mich gerade so ein bisschen. Naja. Achso, ja, habe ich jetzt eigentlich mit der uralten Technologie. Nee, ich habe keinen Questmarker bei der uralten Technologie. Ja, weil es auf Himmel, weil es auf Solstheim ist. Und das wird einem im Himmelsrand nicht angezeigt. Ihr seid nun im Arkaneum. Ich trage hier die Verantwortung. Es ist irgendwie mein eigenes kleines Reich des Vergessens. Stört mein Arkaneum. Und ich werde euch von wütenden Atronarchen in Stücke reißen lassen. Nun, braucht ihr Hilfe? Ich muss einen Mottenpriester finden. Ein Mottenpriester? Wozu beim Reich des Vergessens braucht ihr denn einen Mottenpriester? Die Sache geht nur mich etwas an. Sagt mir einfach, was ich wissen muss. Schon gut, ihr müsst ja nicht gleich aus den Galoschen kippen. Ein Ork, der ein Magier ist, auch cool. Lautet, geht in die Kaiserstadt. Die Mottenpriester sind im Weißgoldturm zu Hause. Manchmal sind sie unterwegs, um nach einer Schriftrolle der Alten zu suchen. Euer Glück, dass momentan ein Mottenpriester genau deswegen Himmelsrand durchstreift. Er hielt an, um Nachforschungen in der Bibliothek anzustellen, bevor er nach Drachenbrügge aufbrach. Wenn ihr euch beeilt, erwischt ihr ihn womöglich noch. Okay. Braucht ihr etwas? Schon verrückt, ne? Ja, also man kann sie heilen vom Vampirismus und ich würde es gerne probieren. Ich weiß aber nicht, wie das geht. Ich glaube, du musst immer ihr sagen, nette Sachen sagen. Jetzt, ich weiß, wir spielen den Hexenjäger, normalerweise hassen wir sie, aber ich will halt euch dieses Befreien vom Vampirismus zeigen. Und ich finde das eigentlich ein ganz, ganz interessante Wendung der Ereignisse, dass wir plötzlich so eine Bindung zu einem Vampir aufbauen. Aber ein Vampir, der halt nicht so ist wie alle anderen Vampire und uns halt angreift. Das Forschungsnotizen. Oh, okay. Nee, deshalb sind wir jetzt nicht hier. Das ist halt so das Ding. Ich will euch das halt zeigen. Und ich finde das eine coole Wendung der Geschichte. Dass wir halt als Hexenjäger, der normalerweise Hexen hasst und Vampire, dann irgendwie dann doch auf einem Vampir getroffen sind, der irgendwie
oder die irgendwie auf uns nicht feindlich wirkt und die wir irgendwie gern haben in unserer Nähe. Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Nee. Ah, ich muss noch verzaubern auf jeden Fall. Sonst muss die neue Rüstung verzaubern. Habe ich denn noch diese Essenz des Schmieds? Oder ja, doch, ich habe so einen Trank, glaube ich. Ich habe einen Trank der Verzauberung. Und deshalb, und wir haben ja schon mal ein paar Sachen gemacht, die ein bisschen so out of character waren, weil das so eine Identitätskrise war, wo wir die Dedra-Quest gespielt haben. Ja. Also das machen wir jetzt nicht mehr. Jetzt hat er die Identitätskrise überwunden, aber. Ja. Also ich finde solche Wendungen außerhalb des Charakters ganz cool, weil alles andere ist dann irgendwie immer so ein bisschen. Boah. Zu eintönig, um es so auszudrücken. Habe ich das hier drin? Nee. Ich weiß gar nicht, wo ich den Trank habe. Ich sollte ihn auf jeden Fall nutzen. Ich weiß nicht, wo er ist. Vielleicht hier. Haha, da ist er. Gut, alles klar. Dann würde ich sagen, wir ändern den Namen nicht. Wir lassen das so. Dämmerwacht, es passt. Und der andere Rüstungsständer, der bekommt dann unser aktuelles Outfit, was wir zuvor anhatten, aufgesetzt. Aber ich glaube, wir müssen uns jetzt nicht irgendwie neuen Schmuck verzaubern, das glaube ich nicht. So, auf jeden Fall Magikaffee. Halt. Als erstes, bevor wir das jetzt machen, würde ich ganz gerne mich noch ein bisschen skillen. So, das hier werden wir nicht mehr anziehen. Das können wir uns jetzt mal nehmen und verzaubern. Ah, das ziehen wir vielleicht schon mal an. Ja. Halt, und davor müssen wir es noch verbessern. Wir müssen es noch verbessern davor. Ja. Okay. Sie macht da jetzt erstmal sauber. Hä? Okay. Ja, ich weiß halt nicht, was. Ich denke mal Stahl? Fragezeichen. Dass man das mit Stahl verbessert. Ich weiß es nicht. Denke, dass man das mit Stahl macht. Boah, fast verdoppelt. Ja, man macht es mit Stahl. Nicht besiegen. Was? Was ist los? Hallo, geh weg da. Geh weg. Mensch, geh weg. Mann. Ja, wir müssen uns rauscheaten. Der geht nicht weg. Idiot. Sie ist scheinbar unsterblich, ha? Huh? Was benötigt ihr, mein Freund? Oh, was gibt es? Wir sind noch nicht einmal in unserem Zuhause sicher. Das ist krass. Ihr braucht etwas? Das ist krass. Aber der ging auch nicht weg, der blöde Landarbeiter. Boah, ey. Mann, hab ich das gerade aggro gemacht. oh Mann. Ja, also wie gesagt, wir verzaubern das jetzt erstmal mit Schreiwirkdauer, ja. Das ist, glaube ich, recht mächtig. Haben noch einen Skill zusätzlich gemacht. Ja, mehr geht leider nicht. Haben wir denn noch? Wir haben keine Seelensteine mehr. Na gut, dann machen wir das jetzt. Dann verzaubern wir jetzt unser Outfit. Genau, und jetzt trinken wir den Trank. 60 Sekunden lang haben wir Zeit. Ja, Magiker. 42 Punkte, nicht schlecht.
Wir benennen die Dinger nicht um. Zerstörung. Zerstörung 21%, 10% weniger Magier. Wir machen, glaube ich, Zerstörung. Na, warte mal, wie viel kriege ich da? 10% nur. Okay, das ist nicht gut. Das ist ja gar nichts. Machen wir 21%, ja. Und dann hier. Und hier kriegen wir deutlich mehr. Deine Novizen- und Lehrlingszauber. Warum nur Novizen und Lehrling? Ach so, weil die Verzauberung von den Roben kommt. Ah, okay. Ja. Feuerresistenz vielleicht. Schleichen verstärken. Deine Novizen. Warum nur Novize? Machen wir Ausdauer, würde ich sagen. Oder wir machen Feuer. Blitz. Naja, Blitzresistenz wäre gut. Ja. Was habe ich denn aktuell auf meinem Schuh? Novizen, Wiederherstellungszauber. Die Magier-Regeneration, die geht ins Leere. Die geht komplett ins Leere. Weil, im Kampf regenerieren wir so oder so keine Magiker. Das ist blockiert, in jedem Fall. Ja, so oder so in jedem Fall blockiert. Ja. Gut. Hält das noch an, der Zauber? Nein. Ich würde ganz gerne ein Gebet durchführen. So. Jetzt haben wir den Segen von Magnus. 10% Zauberabsorption. Und jetzt haben wir Blitzresistenz auf unserer Stiefel. Das ist gut, weil Blitzzauber werden immer wieder genutzt. Dann unsere Zerstörungszauber kosten weniger. Magiker wird erhöht. Wir haben noch mehr Magiker. Magiker wird noch weiter erhöht. Ja, das ist doch stark. Wie viel Magiker haben wir jetzt? 442. Ja, das ist auf jeden Fall genug. Und jetzt sehen wir richtig gut aus. Ich wünschte ja irgendwie, wir hätten irgendwas, was die Schießkunst verbessert, aber... Naja, sowas haben wir nicht. Sowas haben wir nicht. Aber ich verstehe nicht, wieso die eine Verzauberung hier nicht richtig funktioniert. Die da. Zerstörungsverzauberung, die funktioniert nicht richtig. Keine Ahnung. Achso, ja, ich habe jetzt die Wächterrüstung dabei. Muss ich noch ablegen. Na, skillen wir weiter, leichte Rüstung. Ist, glaube ich, ganz gut. Ich finde, wir sehen jetzt sehr einzigartig aus. Haben wir wieder einen Stilwechsel gemacht. Ich mache das jetzt immer öfter. Ich habe auch eine Mod gefunden, mit der man Drachenpriester-Rüstungen hat, aber die ist leider nur auf Englisch verfügbar. Die ist nur auf Englisch verfügbar. Ist nicht so optimal. Ich meine, die sieht sehr, sehr gut aus, aber... Ich überlege es mir nochmal in Ruhe. Ich habe ja noch Zeit, bis die 5. Staffel startet. Ansonsten nehme ich die Mod mit rein. So, der Bärenpelz, Eisenerz. Nein, nicht roter Rubin. Nein. Wolfspelz. Und dann müssen wir noch die Edelsteine wegpacken. Diamant und der Rubin. Und dann haben wir noch 10 Stahlbarren. Oh. Na, damit haben wir ja unsere Rüstung verbessert. Ich glaube, wir haben jetzt einen sehr guten Rüstungswert.
Ja, ich glaube, wir haben jetzt einen sehr guten Rüstungswert. 105, das ist für eine leichte Rüstung verdammt viel. Auf jeden Fall, ja. Ja, jetzt sieht das auch nicht mehr ganz so groß aus. Ich finde, dass dieses Dunkle auch, das sieht irgendwie richtig gut aus. Die Kapuze sitzt doch so unglaublich gut, ne? Mein Gott. Und wie sieht der Handschuh aus? Da muss ich mal gucken. Ja, die Handschuhe sehen auch toll aus, auf jeden Fall. Das ist so wichtig für mich, für eine Rüstung. Der Handschuh gut aussieht. Gut, dann haben wir das jetzt. Ah, der Part geht noch eine Weile. Nee, ich muss die Quest markieren. Ach, die ist schon markiert. Okay. Achso, ist markiert. Okay. Ah, ich hoffe nicht, dass jemand das getan hat. Ich werde ihn finden. Was kann ich für euch tun? Ah ja. Ich habe kein Problem mit Zerstörungsmagie. Aber lass die Häuser hier bitte stehen. Habt ihr etwas über den Besuch eines Mottenpriesters in Drachenbrücke gehört? Ah, das war also ein Mottenpriester. Er fuhr vor kurzem mit einer Soldatenneskorte durch die Stadt. Sie hielten aber nicht an, sondern fuhren direkt nach Süden über die Drachenbrücke. Okay. Suche entlang der Straße, die von Drachenbrücke südwärts führt. Ja, das machen wir doch. Wir können auch wieder die Armbrust in die Hand nehmen, finde ich. Na, wir haben nur noch 68 Stahlbolzen. Konnten wir bei den neuen Händlern, die wir jetzt haben bei Dämmerwacht, in der Dämmerwacht, konnten wir da Bolzen kaufen? Ich glaube schon, ne? Ja, gut, wir können uns die Dinger aber auch selber herstellen. Stahlbolzen und Zwergenbolzen sind jetzt für uns nichts Unbekanntes. Auswirkungen der Schriftrollen der Alten. Vampirnotiz. Vampirstaub. Und eine goldene Halskette. Tja, ich muss das hier alles abpflücken. Einen Moment, ich speichere. So, ich habe neue Order für euch. Bereitet einen Überfall gleich südlich von Drachenbrücke vor. Bringt den Mottenpriester zum Ahnenversteck und haltet ihn dort fest, bis ich seinen Willen brechen kann, Malkus. Ja. Dann würde ich mal sagen, wir gehen dorthin. Und befreien den Mottenpriester. Der wird uns auf jeden Fall dankbar dafür sein. Da bin ich sicher. Ach, hier wurde auch jemand überfallen. Mein Gott, die werden ja... Oh Mann, Händlertagebuch. Falmer-Pfeile. Als ob die Falmer hier an der Oberfläche waren. Silberdiadem mit Opal, Heilungstrank. Das Geheimnis von Prinzessin Talara. Ich habe meinen Mann angefleht, nicht zu gehen, aber er wollte einfach nicht hören. Er sagte, wenn er die Lieferung nur noch eine Woche länger verzögern würde, würde die Armee jemand anderen finden, der sie nach Süden bringt. Sollen sie ihr verfluchtes Geld doch behalten? Die Straße nach Weißdorf ist in diesen Tagen gefährlich, das weiß doch jeder. So viele Karawanen sind schon angegriffen worden, so viele Reisende spurlos verschwunden. Manche sahen, das seien bloß Banditen, aber ich habe Gerüchte von Schlimmerem gehört. Kobolde, Gespenster, Hexen. Seit 20 Jahren sind wir verheiratet und ich kann dir vorstellen und nicht ertragen, ihn zu verlieren. Ich lasse ihn allein, nicht allein fort, nicht dieses Mal. Wir leben oder sterben zusammen, möge Mara uns schützen. Spannend, weil es ist nur sie hier. Ne? Ja. Und er ist woanders. Er ist woanders. Da steckt eine Geschichte hinter. Aber hier in der Nähe ist jetzt auch kein... Na doch, da ist eine Höhle. Ja, es könnte sein, dass die Höhle in der Richtung dann diese Geschichte weitererzählt. Aber gut, wir sind jetzt hier wegen was anderem hier, ne?
Ja. Ah, Schmetterlinge fangen. Yay. So. Gibt gleich zwei Zutaten. Echt nicht schlecht. Ich schätze mal, da vorne wird ein Vampir stehen. Komm mal her, Serana. Heißt das Serana, ne? Ja, Serana. Ne? Serana, ja. Da ist jemand. Nee, doch nicht. War nur ein Tier. Okay. War nur ein Tier. Ahnenversteck. So, jetzt müssen wir wieder ganz vorsichtig sein, weil das Problem ist, Vampire sind immer noch super mächtig. Wir haben eine gewisse Zauberabsorption und eine Blitzresistenz durch unsere Stiefel, aber es ist trotzdem saugefährlich. Wir könnten jederzeit erwischt werden. Ich finde übrigens die Magierakademie von Winterfeste, die Charaktere dort, viel cooler als die Charaktere in der Magiergilde von Oblivion. Die Magiergilde ist ja so gut wie die einzigste Questreihe, die ich in Oblivion gespielt habe, was echt krass ist, wenn man bedenkt, dass ich das irgendwie zweimal richtig lang gespielt habe, zweimal neu angefangen habe, zweimal richtig lang gespielt habe. Und ich habe nichts wirklich vom Spiel gesehen, weil alles so extrem überlange dauert dort. Und also ich mag die Charaktere hier in der Akademie lieber. Die sind viel, ja, besonderer und viel. Ja, viel einzigartiger und cooler. Ja, ich kann von zwei verschiedenen Richtungen kommen. Ich könnte hier. Ah ne, ich könnte hier nicht. Ich könnte da nicht, da geht das nicht. Aber ich könnte von hier schon mal jemanden erwischen. Müssen nur gucken. Da. So, den haben wir schon mal erwischt. Dann haben wir da hinten ganz viele Hunde. Ja, nee, ist klar. Ja, seht ihr das? Wie die einen sofort wittern. Ja, ja. Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Ja, ja. Die wittern einen. Wieso flackert das so? Hm. Naja, flackern tut das jetzt nicht. Das tut erleuchten, ne? Und Amethyst. Sind die viel wert, diese Halsbänder? Nö. Wieder so ein Item, was überhaupt keinen Sinn hat. Scheiß Hunde. So. Die Musik hier ist irgendwie ganz schön creepy. Das Ahnenversteck gibt es auch ohne Dawnguard gar nicht. Man kann Skyrim auch ohne die DLC spielen. Man muss dafür die ursprüngliche Legendary Edition spielen, ohne die DLCs. Dann kann man Skyrim so spielen, wie es vor dem DLC war. Und wenn man das macht, dann wird, glaube ich, die Halle der Wachsamkeit auch nicht zerstört. Du könntest also ohne Dawnguard theoretisch einen Wächter von Stendar spielen, ohne jemals, ja, deine Heimat zu verlieren. Aber die Dämmerwacht ist deutlich cooler, weil in der Halle der Wachsamkeit gibt es keine Quest oder so, also warum sollte man das jemals wollen? Man kann ja trotzdem seinen Charakter so ausspielen, dass man Distanz zur Dämmerwacht einhält und sagt, die Wächter sind besser und dann beim Wächter bleibt. Das kann man ja. Haben wir jetzt nicht gemacht, weil wir spielen keinen Wächter von Stendar, wir spielen einen Hexenjäger. Oh, den haben wir erwischt hier. Ja. Oh, der hat einen Stahlbolzen dabei. Oh, das Feuer ist hell. Oh.
Ah ja, hier geht's hoch, okay. Ist hier irgendwas? Ne. Was war das? Jetzt. Woher seid ihr gekommen? Na, wie nan? Sie. Ist es sie oder er? Oh. Erwischt. Den Vampirdiener auch. Zwergenpfeile. Oh, cool. Ah, seht ihr das? Die dunkle, blutbefleckte Kleidung. So, und jetzt zeige ich euch mal, was ich damit meinte. Dass die besser aussieht in der weiblichen Version. Als Robe. Seht ihr das hier? Die sieht viel mehr nach Robe aus. Die sieht viel mehr nach Robe aus. Da, seht ihr das? Sieht viel mehr nach oben aus. Oh mein Gott. Gott sei Dank habe ich das absorbiert. Okay, der will meine Magie spüren. Oh nee, ich wollte dich nicht erwischen. Ah, das war hart. Bist du sauer, dass ich dich erwischt habe aus Versehen? Ich hoffe nicht. So, den Weichstein-Fokus. Okay, Vampirstaub, Dietrich, Stahlbolzen, eine Vampirrüstung der geringen Zerstörung. Kann man verkaufen, ne? Und wir haben unter 20.000 nur noch. Also wir sind unser Geld tatsächlich auch losgeworden, schon wieder. Ich aktiviere die magische Barriere. Na, erstmal plündere ich diese Truhe. Orkische Plattenpanzerhandschuhe. Nehme ich mit. Großer Seelenstein, gebänderter Eisenschild des Spiegels. Du wirst 30% des eintreffenden Nahkampfschadens zurück auf den Angreifer. Das ist stark. Und akzeptabel. Ja, ich schätze mal, man muss diesen Fokus denn hier oben irgendwo einsetzen. Haben wir Vampirismus? Nein. Aber auf jeden Fall eine gute Zauberabsorption. Aber mein Meister ist tot. Was geht doch dazu? Den gebannten Mottenpriester. Okay. Oh. Ja, sie kriegt sehr viel Schaden durch Feuermagie. Eigenen Augen sehen, aber ich war nicht Herr meiner selbst. Oh. Vielen Dank, dass ihr den Bann des elenden Vampirs gebrochen habt. Den Göttlichen sei Dank für euer Eingreifen. Was, geht es euch gut? Es geht mir gut, dank euch. Ich heiße Dexion Evicus und bin ein Mottenpriester des Weißgoldturms. Hm. Diese Vampire behaupteten, ich könnte ihnen nützlich sein. Aber mehr sagten sie nicht. Vermutlich hoffen die Dummköpfe auf ein Lösegeld. Ich weiß, warum sie euch gebraucht haben, denn wir brauchen euch aus dem gleichen Grund. Tatsächlich? Nun gut, genug Geheimnisse. Wir sind die Dämmerwacht und ihr müsst eine Schriftrolle der Alten für uns lesen. Ihr habt eine Schriftrolle der Alten? Bemerkenswert. Oh ja. Falls mich mein Geschichtswissen nicht im Stich lässt, meine ich mich zu erinnern, dass die Dämmerwacht ein uralter Orden von Vampirjägern war. Ich helfe euch gerne mit der Schriftrolle der Alten. Sagt mir einfach, wohin ich gehen soll. Ihr könnt uns in Festung Dämmerwacht finden, nahe Ständer Stern. Nun gut, ich werde mich beeilen, bevor noch mehr dieser Vampire auftauchen. Okay. Ihr kamt gerade zur rechten Zeit. Ich glaube, diese Vampire wurden langsam blutrünstig. Was wisst ihr über die Schriftrollen der Alten? Weniger als ich gehofft hätte. Natürlich. Ja, es weiß einfach niemand darüber was. Meines Lebens
Ob die Drachen wissen darüber am meisten. Die Rollen der Alten gewidmet habe, sind sie für mich immer noch ein großes Geheimnis. Das trifft auch auf die meisten Brüder meines Ordens zu. Wir kennen weder die Herkunft noch den Verfasser der Schriftrollen. Wir wissen jedoch, dass manche von Geburt an die seltene Gabe besitzen, die Schriftrollen der Alten lesen zu können. Diese wenigen Auserwählten können Ereignisse aus Vergangenheit und Zukunft aus den Schriftrollen herauslesen. Doch im Laufe der Zeit erblinden sie dann. Oh, das ist schlimm. Ich fürchte, das ist alles, was ich euch erzählen kann. Bis zum heutigen Tag bleiben die Schriftrollen der Alten ein großes Rätsel. Ja, da haben wir nicht viel drüber erfahren jetzt, ne? Was ist denn dann die Aufgabe der Mottenpriester? Es ist unsere heilige Pflicht, die Schriftrollen der Alten zu studieren. Wir studieren diese alten Schriftrollen der Prophezeiung, um die Zukunft vorherzusagen. Und wir nutzen dieses Wissen, um dem Kaiser zu helfen. Manchmal reisen wir hinaus in die Welt, um nach weiteren Schriftrollen für unsere Bibliothek im Weißgoldturm zu suchen. Aus diesem Grund bin ich überhaupt erst nach Himmelsrand gekommen. Der Weißgoldturm? Das ist der große Turm im Herzen der Kaiserstadt. Eines der höchsten Gebäude in ganz Tamriel. Die Untergeschosse beheimaten den kaiserlichen Rat. Der Orden der Mottenpriester belegt die mittleren Etagen. Im jüngsten Krieg gegen den Altmeribund wurde der Turm schwer beschädigt und ist nicht mehr das, was er einmal war. Ich hoffe, ihn eines Tages wieder in seiner alten Pracht sehen zu können. Von Vampiren überfallen. Damit hätte ich wirklich nicht gerechnet. Ja, das ist krass, ne? Dass der Weißgoldturm beschädigt ist. Man kann tatsächlich in Oblivion eine Schriftrolle der Alten stehlen in der Liebesgildenquest. Ja, das ist ganz cool, aber wenn man sich dann die Mechanik von dem Spiel anguckt, die Stealth-Mechanik, dann ist das nicht mehr so cool. Oh, was gibt es? Ich kann mit dir nicht weitersprechen. Ich stehe für die rechtzeitige Rettung in eurer Schuld. So, dann wollen wir mal. Wie viel Stahlbolzen haben wir noch? 55, das ist nicht die Welt. Wie gut diese Kapuze einfach zu der Rüstung passt, das ist unfassbar. Ich muss auch sagen, unser Charakter sieht mittlerweile richtig einzigartig aus. Das finde ich toll. Einzigartigkeit ist mir bei meinen Charakteren sehr wichtig. Gut, dann würde ich sagen, wie viel haben wir gewichtsmäßig aus... Ja, da geht noch einiges. So geskillt, wir haben uns kaum geskillt, ne? Ja, das meine ich halt, ne? Aber ich will sie ja trotzdem mitnehmen, weil es cool ist, aber... Skillen tut man sich hier leider nicht dann so gut mit Begleitern. Ich klauen dir halt die XP. Ist halt einfach so. So, hallo Isran. Ah, da ist er schon, der Mottenpriester. Ich bin beeindruckt, dass ihr so schnell einen Mottenpriester finden konntet. Könnt ihr mir mehr über die alte Dämmerwacht erzählen? Nur das, was ich gehört habe. Damals, in der zweiten Ära, hatte Rifton einen Sohn. Er liebte das Abenteuer mehr, als es gut für ihn war. Er endete als Vampir. Der Jarl brachte es nicht übers Herz, seinen eigenen Sohn zu töten und gab ein Vermögen dafür aus, diese Festung zu bauen und Männer dafür abzustellen, sie zu bewachen. Ihre Aufgabe war es, den Sohn des Jarl nicht entkommen zu lassen. Das nahmen sie sehr ernst und dienten gewissenhaft. Doch eines Tages mussten sie ihn töten. Der Jarl verwies sie daraufhin seines Fürstentums. Doch ihre Aufgabe änderte sich dadurch nicht. Das ist eine ganz andere Geschichte, als sie erzählt hat. Wo immer sie welche fanden. Und ich will diese Tradition fortsetzen. Hat er die Schriftrolle? Ist alles bereit? Um die Schriftrolle zu lesen. Ja. Sag dem alten Mann einfach, wann ihr soweit seid. Ja, ich bin soweit. Ah,
Hallo. Hallo. Schön, dass ihr es wohlbehalten hierher geschafft habt, Dexion. Ah, mein Retter. Mhm. Schön, euch wiederzusehen. Ja. Haben euch meine Gefährten willkommen geheißen? Nicht gerade die Gastfreundschaft, die ich gewohnt bin. Oh. Aber euer Isran hat halbwegs für meine Bedürfnisse gesorgt. Sehr gut. Und wie ich anmerken möchte, dies ist eine bemerkenswerte Festung. Etliche Kollegen daheim würden diesen Ort sicher liebend gern bis ins Detail studieren. Bestimmt. Seid ihr bereit, die Schriftrollen der Alten zu lesen? Oh, selbstverständlich. Lasst uns herausfinden, welche Geheimnisse die Schriftrolle uns verraten kann. Wenn jetzt bitte alle ruhig sein könnten. Oh, er liest. Ich muss mich konzentrieren. Ich sehe ein Bildnis vor mir. Einen großen Bogen. Ich kenne diese Waffe. Es ist Auriels Bogen. Jetzt flüstert eine Stimme. Aus den Reihen der Kinder der Nacht wird ein großer Held hervorgehen. In einer Zeit des Konflikts, in der die Drachen in das Reich der Menschen zurückkehren. Na, das ist ja noch nicht so weit. Die Finsternis mit dem Licht vermischen, werden Nacht und Tag eins sein. Die Stimme wird schwächer, ihre Worte bruchstückhaft und verzerrt. Doch wartet, es gibt noch mehr. Das Geheimnis der Macht des Bogens steht anderswo geschrieben. Ich glaube, die fehlenden Teile der Prophezeiung wurden in weiteren Schriftrollen festgehalten. Ja, ich kann sie jetzt sehen. Eine von ihnen enthält die alten Geheimnisse der Drachen. Die andere berichtet von der Kraft des alten Blutes. Meine Vision verblasst und ich sehe nichts mehr. Um die komplette Prophezeiung zu kennen, brauchen wir auch noch die zwei anderen Schriftrollen. Ich muss mich nun ausruhen. Das Lesen hat mich erschöpft. Kommt, Adamant. Ihr solltet euch ein wenig ausruhen. Habt ihr Zeit für ein kurzes Gespräch? Auf jeden Fall. Woran denkt ihr? Dieser Mottenpriester Dexion. Er sagte, wir bräuchten zwei weitere Schriftrollen der Alten. Ich glaube, ich weiß, wo wir mit unserer Suche beginnen können. Warum habt ihr das nicht früher gesagt? Die Hälfte der Leute in eurer kleinen Truppe würde mich eher umbringen, als mit mir zu reden. So etwas fördert nicht unbedingt die Gesprächigkeit. Ja, da hast du recht. Selbst mein Vater hat mir einen herzlicheren Empfang bereitet und das will was heißen. Was ist zwischen euch beiden passiert? Seit er beschlossen hatte, die Prophezeiung zu seiner Berufung zu machen, haben wir uns voneinander entfernt. Vermutlich sieht er mich nicht einmal mehr als seine Tochter an. Ich bin einfach nur ein Mittel zum Zweck. Ja, den Eindruck hatte ich auch. Wo ist denn diese Schriftrolle der Alten? Wir müssen meine Mutter Valerica finden. Sie weiß ganz bestimmt, wo sie ist. Und mit etwas Glück hat sie sie vielleicht sogar bei sich. Ihr habt gesagt, dass ihr nicht wisst, wohin sie gegangen ist. Das letzte Mal, als ich sie sah, sagte sie, sie würde an einen sicheren Ort gehen. Einen Ort, an dem Vater sie niemals suchen würde. Mehr wollte sie mir nicht sagen. Aber wie sie es sagte, dort, wo er nie suchen würde, sehr kryptisch, aber es war ein Hinweis. Vielleicht hat eure Mutter euch auch nicht vertraut. Nee, sowas sag ich nicht. Nebulösen hinten. Nein, das sag ich nicht. Klingt fast, als wäre sie vorsichtig gewesen. Vielleicht. Was ich nicht verstehe, warum hat sie genau das gesagt? Außerdem fällt mir kein einziger Ort ein, an dem mein Vater nicht nachgeschaut haben könnte. Und dazu hatte er auch mehr als genug Zeit. Das stimmt, ja. Irgendwelche Vorschläge? In Burg Volkiha. Moment. Das ergibt fast einen Sinn. Ja. Es gab einen Innenhof in der Burg. Ich half ihr dort bei der Gartenarbeit. Alle Zutaten für unsere Tränke stammten aus diesem Garten. Sie sagte immer, dass Vater diesen Ort nicht ausstehen konnte, weil er ihm zu friedlich war. Hm. Ist es nicht ziemlich riskant, in der Burg zu bleiben? Auf jeden Fall. Aber Mutter ist kein Feigling. Das ist... Ich glaube kaum, dass wir dort auf sie stoßen werden, aber ein Versuch ist es wert. Durch die Eingangstür werden sie uns nicht hineinlassen. Das stimmt.
aber ich weiß, wie wir in den Innenhof gelangen können. Es geht doch gar nicht, weil das kaputt ist, der Zugang. An der Nordseite der Insel liegt eine verlassene Bucht, über die die früheren Besitzer Vorräte in die Burg brachten. Es gibt dort einen Zugang zu einem alten Fluchttunnel der Burg. So gelangen wir hinein. Dann lasst uns zum Geheimgang der Burg gehen. Sie ist auf der anderen Seite der Burg. Gehen wir. Ja, okay. Wo ist der Mottenpriester jetzt? Wo ist der hingegangen? Hättet ihr einen Moment Zeit? Gunmar und ich haben uns unterhalten und... Nun, wir sind ein wenig besorgt. Uns beiden ist klar geworden, wenn Isran uns sogar hier hereinlässt, muss er sich wirklich Sorgen machen. Und wenn er sich solche Sorgen macht, muss es ziemlich schlimm sein. Sie setzt sich erstmal hin. Macht ihr euch Sorgen wegen dem, was vor uns liegt? Ja, diese Vampire sind eine neue Bedrohung. Und eine absolut tödliche noch dazu. Gunmar und ich sind der Meinung, dass wir Florentios Hilfe brauchen werden. Gunmar und ich haben hier viel zu tun. Darum haben wir gehofft, dass ihr ihn vielleicht aufspüren könntet. Wo ist Florentius? Er ist ein Priester Arkais. Nun, er war es. Es ist kompliziert. Okay. Er ist ein wenig exzentrisch. Aber wir können ihm vertrauen und seine Fähigkeiten könnten wir gebrauchen. Wo finde ich ihn? Nun, das ist es ja. Wir wissen nicht, wo er steckt. Wir haben ihn seit Jahren nicht mehr gesehen. Dann lebt er vielleicht nicht mehr. Ich glaube, er hatte regelmäßigen Kontakt mit den Wächtern und ich weiß, dass Isran sie beobachtet hat. Vielleicht könntet ihr Isran fragen, ob er etwas weiß. Denkt nur daran, dass ihm die Idee nicht unbedingt gefallen wird. Verstärkung gesucht. Mir gefällt, was Isran aus diesem Ort gemacht hat. Es ist schön, jemanden zu sehen, der wirklich vorbereitet ist. Ich kaufe alles, was ihr loswerden wollt. Ah, sie ist ein Gemischtwarenhändler. Dann verkaufe ich dir das hier und das hier und ja, das passt. Haben wir welche Gifte? Nein. Das kann weg. Ja, das ist in Ordnung. Dann gucken wir mal, ob sie auch Stahlbolzen hat. Vulkanglasarmbrust. Okay. Kaiserliche Armbrust. Nordarmbrust. Orkische Armbrust. Silberne Armbrust. Boah. Da gibt es ein paar interessante. Wozu brauchen wir die Dwemer-Armbrust, wenn sie so coole Armbrüste anbietet? Ich glaube, ich hole mir erstmal die über 100 Stahlbolzen. Ja. Eisenbolzen gibt's auch. Okay. Warum würde Isra nicht wollen, dass ich ihm Fragen über Florentio stelle? Die beiden kamen nie miteinander klar. Deswegen hat Isran euch auch nicht befohlen, bei der Suche nach uns auch nach ihm Ausschau zu halten. Lebt wohl. Ja, das machen wir jetzt nicht. Ja. Wir machen das jetzt. So, wo ist er denn? Der ist da oben. Okay. Hier muss man hoch, genau. Ja, hier ist der richtige Weg. Hallo. Ich wusste, dass es eines Tages so weit kommen würde. Ich wusste es, aber niemand wollte mir glauben. Ihr habt gehört, was in der Schriftrolle geschrieben steht. Glaubt ihr Serana jetzt? Ich habe jede Menge Unsinn gehört, den man auf vielfältige Weise auslegen kann. Nee. Doch eine Geschichte höre ich immer wieder. Die von Ariels Bogen, einer mächtigen Waffe. Beim Reich des Vergessens, sie darf den Vampiren nicht in die Hände fallen. Richtig. Der Mottenpriester kann vorerst hier bleiben, aber dem Vampir traue ich nicht über den Weg. Sie steht direkt hinter mir. Ich suche nach jemandem namens Florentius. Wer hat etwas gesagt? Sorine oder Gunmar? Sorine. Ich dachte, sie hätten ihre Lektion inzwischen gelernt. Ich traue ihm nicht über den Weg und ich will ihn hier nicht haben. Sorin dachte, wir hätten seine Hilfe nötig. Sie hat vermutlich recht. Ich sollte mich nicht von Gefühlen leiten lassen. Ja. Zuletzt hörte ich, dass er den Wächtern von Stendar in Ruhenwald helfen würde. Vielleicht ist er dort immer noch.
Wenn er sich die Wächter von Stendar gibt es doch gar nicht mehr. Kann, erlaube ich ihm hier zu bleiben. Nee, kann er wahrscheinlich nicht. Bleibt wachsam. Wahrscheinlich hat er ein Clowns-Outfit an und tanzt auf dem Tisch. Ja, das machen wir noch, ne? Wir versuchen den noch zu finden, den Florentius. Ja, morgen werde ich dann wahrscheinlich nicht aufnehmen. Samstag ist dann für mich dann mal so ein Pausetag. Ich merke auch immer wieder, dass ich dann auch vom Aufnehmen mal durchaus eine Pause brauche. Da oben ist es. Okay, dann gehen wir zu den Sternen von Drifton. Dass ich das merke, also das wird auf jeden Fall dann so sein. Und dann werde ich auch wieder Worm einspielen und Medieval 2. Und in der Zwischenzeit überlege ich mir mal, ob ich Bock auf Empire habe. Für die Zwischenzeit, bis Warhammer weitergeht. Weil Warhammer bin ich jetzt wirklich... Das passt jetzt so. Brauche ich jetzt... Davon brauche ich eine Pause. Allgemein, nicht nur... Nicht nur einen Tag, sondern länger. Ja. Mache ich dann. Ich weiß auch noch gar nicht, was ich dann dort machen möchte, wenn ich wieder weiter zock. Und bis ich das nicht weiß, sollte ich auch nicht weiterspielen. Und ja, Empire, mal gucken. Aber Worm 1 und Medieval 2, das möchte ich unbedingt weiterspielen. Und Skyrim natürlich, Skyrim geht weiter. Ne? Skyrim habe ich nicht vor zu pausieren. Im Gegenteil, ich will ja die Dämmerwacht jetzt durchspielen und dann will ich gleich die nächste Staffel beginnen. Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Ich hoffe mal, dass ich meine Motivation nicht unterwegs verliere, aber mal gucken. Aber ich denke nicht, weil es einfach mega viel Spaß macht. Und ja, also das sollte auf jeden Fall passen, dass ich dann da weiter Bock drauf habe. Dass wir dann mit dem Drachenkultisten als nächstes anfangen. Und wenn wir mit der Dämmerwacht fertig sind, dass wir dann Ogron erstmal Ogron sein lassen. Ja. Da vorne ist ein Zauberer. Scheint aber nicht feindlich zu sein. Das Leiden, das die Daedra verursachen, wird nicht ungestraft bleiben. Ah, okay. Stendar, was wolltet ihr? Sein. Okay, soviel zum Thema, die Wächter von Stendar sind ausgelöscht. Es gibt noch ein paar. Ob sie wohl irgendwann die Walhalle der Wachsamkeit wieder aufbauen? Es gibt eine Mod, glaube ich, wo man das kann. Und die und dann haben die so eine eigene Quest und so, aber weiß ich nicht, ob es so erstrebenswert ist, diese Mod zu spielen. Ich finde Wurmstuf die einzigste interessante Quest-Mod, weil die wirklich sehr hochqualitativ sein soll und auf Deutsch übersetzt wurde. Was ich auch interessant fand, war ja diese Beyond Skyrim Bruma-Mod, aber ich muss sagen, mittlerweile, ne, hab ich da keinen Bock mehr drauf. Ich habe die Mod rausgenommen. Ich, ne, gar keinen Bock. Irgendwie... Nee. Ich meine, was ist das? Das ist halt einfach so eine Stadt. So, da gibt es ein paar Quests hier. Gehen in die Höhle und hol irgendwas. Wow, toll. Wie spannend. Wahrscheinlich gibt es den Bürgermeister da. Oder wie auch immer das bei Cerodiel ist. Der Fürst oder so. Und der sitzt dann da und sagt dann, ja, da gibt's Banditen in dieser Höhle. Kannst du die mal bitte ausschalten? Und das ist dann so das Interessanteste, was das zu bieten hat. Na, Beyond Skyrim soll ja einfach nur sein, hier, guck mal, es gibt da noch was über Skyrim hinaus. Und das wird halt super basic alles sein. Klar, es wird von der Map, vom Map-Design her krass sein, aber... Ich will nicht auf einer Karte rumlaufen und sagen, wow, sondern ich will spielen, ne? Das ist einfach eine persönliche Präferenz. Das hat nichts mit der Mod zu tun. Ich will die Mod einfach nur nicht nutzen. Wurmstuf hingegen finde ich sehr interessant, weil das eine sehr passende Quest hat, die wir spielen können. Und ja. Na, Serana folgt uns schon gar nicht mehr. Ihr ist es zu doof geworden, wie wir uns hier bewegen. Kann ich verstehen. So. Volkstagebuch. Warte mal. Erstmal machen wir hier. So, und da ist sie. Hohenwaldgrube entdeckt. So, dann lesen wir das mal. Tag 14. Ich wusste, ich hätte mich früher für die Ausgrabung melden sollen. Morik hatte den Wächtern monatelang von mystischen Energien berichtet, die er in den Tiefen des östlichen Gebirges ausgemacht hatte. Er sagte, er habe ein paar alte
Was? Ein paar alte Bücher über die Ruinen von Runwald gefunden oder so etwas in der Art. Eine mehrere tausend Jahre alte Kammer der Nord. Ich weiß noch, wie ich damals dachte, ach ja, und wenn sie so alt ist, wieso hat sie denn noch niemand entdeckt? In dieser Zeit, in dieser Gegend wimmelt es schließlich nur so von Abenteuern. Die meisten der anderen Wächter scheinen, meiner Meinung zu sein. Wir hatten nicht Wichtigeres zu tun, doch Morek ließ sich nicht beirren. Er stellte eine Gruppe zusammen und begann mit den Ausgrabungen. Und als er auf einmal diese seit Ewigkeiten vergrabenen Tempel stieß, ich kam mir vor wie ein Troll-Misthaufen. Schon bald schickte er flehende Briefe an die Halle, sie mögen ihm so viele Männer wie nur möglich schicken. Ich zögerte noch immer, mich freiwillig zu melden, da mir alles immer noch etwas rätselhaft erschien. Doch als die Kunde kamen, dass sie zur Hauptkammer vorgestoßen waren, packte ich meine Sachen, um ihnen zu helfen. Ist das lang. Aber alles gut. Aber ich meine, weil gleich die Zeit um ist. Ich wollte schon immer einen Platz in der Geschichte einnehmen, doch wie heißt es doch so schön, besser spät als nie. Leider hatten sie nicht erwähnt, dass Spätankömmlinge den Wachdienst übernehmen mussten. Ich sitze hier den lieben langen Tag und halte nach Banditen und Wölfen Ausschau. Von beiden bislang keine Spur. Eigentlich sehe ich nur die Ausgräber, wenn sie neue Vorräte holen kommen. Und wo ich gerade darüber nachdenke, mir ist aufgefallen, dass ich sie in letzter Zeit sehr viel seltener sehe. Ich habe schon nun seit 3 Tagen niemanden mehr hochkommen sehen. Der letzte, den ich sah, war Appa und er schien nicht einmal wirklich bei sich zu sein. Lief mit einem merkwürdigen, leeren Blick herum und sagte Florentius und mir, wir mögen bei der nächsten Gelegenheit nach unten kommen. Dann verschwand er wieder. Und was stimmt hier nicht? Ich werde herausfinden, was es ist. Oh, das ist aber sehr spannend geschrieben, muss ich sagen. Das ist sehr, sehr spannend geschrieben. Sehr, sehr cool. Gut, habe ich gewichtsmäßig? Ja, gewichtsmäßig ist alles gut. Hä? Ja, was wolltet ihr? Achso. Hallo. Ist da jemand? Oh. Habt ihr das gehört? Wer ist da? Oh. Wusste ich doch, dass geh mal weg, bitte. Oh Mann. Echte Robe der Veränderung. Deine Novizen-Veränderungszauber. Warum denn nur Novize? Ist doch blöd. Das ist irgendwie blöd, das gefällt mir nicht. Es ist nutzlos. Die Verzauberung ist ab dem Midgame komplett nutzlos. Weiß nicht. Kann man verkaufen. Oh, der hat eine Armbrust. Ja, Stahlarmbrust. Monet von Ständer, Wächterrobe, Stahlarmbrust. Ja, aber die ist nicht so viel wert, die nehmen wir nicht mit. Gut, also die Wächter hier unten sind scheinbar verflucht. Die Frage ist, von wem und durch was? Runwald. Ja, das muss irgendwie. Ist es vielleicht ein Drachenpriester? Die Dunkelheit macht mir nichts aus. Ich habe wirklich mehr als genug Zeit in Höhlen verbracht. Ja. Oh, musst du mehr Totenbeschwörungen in meiner Nähe anwenden, Sarane? Das ist. Ist unangenehm. So. Haben wir uns hochgeskillt. 28 Septime. Dann speichern wir. Gehen hinab in den Höllenschlund. Krankheitsheilung, kleine Heilung, Heilung, Wächterrobe der Wiederherstellung. Oder ist das einfach nur ein Übersetzungsfehler? Wisst ihr was? Das probieren wir gleich mal. Wir probieren das mal aus, ob das ein Übersetzungsfehler ist. Also, wir haben einige Wiederherstellungszauber. Gucken wir mal. Also, wir haben einen Novizenzauber, nicht wahr? Ja. 2 die Sekunden. Na, das ist ein bisschen wenig.
Haben wir noch was anderes aus der Novizenreihe? Ne, nur den einen. Oh, ne, doch nicht hier. Haben wir 4 pro Sekunde. Okay, dann. Okay, 4 pro Sekunde. Und das da drunter? Das ist leer. Das ist Adept und das kostet 97. Okay, dann probieren wir mal. 97, dann. Das kostet nur noch 3 und das... Oh, 97. Ist kein Übersetzungsfehler. Was soll denn das? Das ist aber nutzlos. Das ist komplett nutzlos. Das ist ab dem, sobald du... Nicht mal dem Midgame. Sobald du das Early Game angefangen hast und über den Anfang hinaus, über den Anfang des Early Games hinaus bist, ist das komplett nutzlos. Also das verstehe ich nicht. Warum man das dann nehmen sollte. Das bringt ja gar nichts. Das finde ich nicht gut. Nicht ganz ehrlich. Novize. Findet man denn auch andere Sachen? Wie das Alge? Hm, ja. Wahrscheinlich nicht. Das hätten wir geschafft. Nur Novize. Das ist doch doof. Das ist doch doof, also wirklich. Na, muss ich mitleben. Und dann gibt's da noch diesen Bug, dass man, wenn man diese Zerstörungsfähigkeit nutzt, dass man da... Oh, Gold und Edelsteine. Dass man da irgendwie keinen richtig guten Wert kriegt. 10% bessere Magier-Regeneration und 10% billigere Zauber. Das ist auch irgendwie blöd. Oder das ist irgendwie so gewollt oder so. Oder irgendwie, dass man... Ich weiß es nicht. Ich würde ganz gerne was... Ja, das geht jetzt nicht. Ich frage mich gerade, ob man eine Expertenrobe kaufen kann. Und die... Ja, das ist auch blöd. Da musst du die Expertenrobe kaufen, damit deine Expertenzauber billiger werden, aber dann sind deine Lehrlingszauber wieder teurer. Das ist, was ist das für ein Balancing? Und wisst ihr, warum ich mich darüber gerade so aufrege? Weil das kein Vanilla-Balancing ist. Im Vanilla ist das einfach Veränderungszauber kosten weniger. Punkt. Da bin ich gerade wirklich im Überlegen, ob ich diese Mod rausnehmen soll, diese Verzauberungsmod und diese Artefaktmod. Weil das ist irgendwie ist das nicht toll. Was wolltet ihr? Irgendwie ist das echt nicht toll. Was soll dieses Hohe, dieses Übergebalance? Was soll das? Wer ist da? Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Was genau soll das? Oh, das wird mir Spaß machen, Mistvieh. Weißt du, die Zaubermod, die Magiemod, die ich habe, die ist so gut. Die mit den Findlingen, mit diesen Geburtszeichen, die ist so gut. Aber die Verzauberungsmod, wobei die Artefaktmod auch sehr coole Seiten hat. Ich habe mir das schon durchgelesen. Die Drachenpriestermasken, die sind wahnsinnig interessant. In der Mod. Wahnsinnig interessant. Aber das mit der Verzauberung, weiß ich nicht. Naja. Ist egal. Das ist eigentlich nicht egal. Ich verstehe das nicht. Ich würde ganz gerne... Wisst ihr was? Wir spielen das jetzt so lange, bis ich hier fertig bin und dann gucken wir mal, was die Händler verkaufen. Aber selbst wenn, das ist doch... Das brauche ich mir eigentlich nicht irgendwie dahinter steigen wollen, weil... Was bringt einem eine Verzauberung, die nur... auf Novizenzauber, das ist komplett nutzlos. Komplett nutzlos. Ist komplett nutzlos. Musstest du den wieder aufwecken, den Hund? Wie lang ist das? Oh, ist nicht lang.
Unsere Glückssträhne reißt nicht ab. Unsere Tunnel führen uns auch weiter in den Höhlen und Schächte, die unseren Fortschritt beschleunigen. Dazu sind wir noch auf mehrere Adern wertvolles Erz gestoßen. Da die Ausgrabung sich nur als finanzieller Erfolg erwiesen hat, sind die Wächter bereit, uns zusätzliche Vorräte und zusätzliches Material und zusätzliche Arbeiter zu schicken, um unsere Arbeit voranzutreiben. Bisweilen fällt es mir schwer, meine Freude im Zaum zu halten. Und so ist mir von den Männern schon der eine oder andere Freudenausbruch widerfahren, was für mich eher untypisch ist. Die Männer scheinen meine Begeisterung aber zu teilen. Noch nie habe ich mit einer so zielgerichteten Gruppe zusammengearbeitet. Es ist ein großer Segen, wenn so viele Leute auf dasselbe Ziel hinarbeiten und so gut wie nie aus den Augen verlieren. Gesegnet sei Ständer. Wir hatten bisher so großes Glück, dass es mir fast widerstrebt, ein paar vergleichsweise kleine Probleme zu erwähnen. Es hängt wohl mit den engen Räumen zusammen, aber mich plagen immer wieder auch Kopfschmerzen. Sie sind zwar nicht so stark, dass sie mich an der Ausübung meiner Führungsaufgaben hindern, doch bin ich bisweilen etwas zerstreut in so manchen Gesprächen. Was in so manchen Gespräch mit den Arbeitern verliere ich mich in Gedanken, bis mich meine Leute wieder in die Realität zurück. Und andere Male verliere ich hier und da Zeit, ohne mich daran erinnern zu können, was ich getan habe. Ich hoffe, es ist lediglich die Aufregung, weil wir so kurz davor stehen, unser Ziel zu erreichen. Ich werde jedenfalls auf diese Dinge achten, während wir weiter in die Tiefe vorstoßen. Vielleicht würde mir ein halber Krug Bier vor den Einschlafen gegen diese Kopfschmerzen helfen. Wenn du wüsstest. Wenn du wüsstest. In was du da reingeraten bist. Ja, das beweist mal wieder, dass die Wächter irgendwie total unvorsichtig und alles sind. Das ist nicht sehr gut. Woher seid ihr gekommen? Natürlich bin ich jetzt in diese Falle da rein, oder nicht Falle, aber in diesen Bereich da reingefallen. So, Stahlbolzen. Wächter Kapuze, das nehmen wir alles mit. Die kombinieren schwere mit leichter Rüstung. Das sollte man nicht machen. Das ist in dem Spiel sehr, sehr blöd. Ja, das Ding ist halt, die Artefaktmod, die ist halt. Ich weiß auch nicht, warum man die Artefaktmod nicht auch ohne die Verzauberungsmod nehmen kann. Weil das ist echt nicht so geil, finde ich, die Verzauberungsänderungen. Das ist wie mit der Alchemie-Mod. Das ist auch nicht optimal. Das ist auch nicht optimal. Und warum? Was ist das für eine Verzauberung? Deine Novizenzauber sind... Nur die Novizenzauber sind billiger. Was bringt einem das? Das bringt nichts. Nichts. Absolut nichts bringt das. Nichts. Da, was ist das? Deine Novizen wiederher... Was? 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 Es ist nutzlos. Komplett nutzlos. Komplett nutzlos. Und dann gibt es noch eine Version, da kriegt man auch Lehrlingszauber. Oh, warte mal. Warte mal. Oh, warte mal. Ah, warte mal, warte mal. Bei der anderen Verzauberung stand doch da, deine Lehrlings- und Novizenzauber sind billiger. Und wenn du eine Adeptenrobe hast, steht da deine Adepten-, Lehrlings- und Novizenzauber. Und wenn du die Expertenrobe hast und so weiter, ne? Wobei, ich glaube, eine Meisterrobe gibt's gar nicht. Aber Meisterzauber sind auch nicht wichtig. Die müssen nicht billiger werden, alles gut. Die setzt man eh so selten ein. Ah, ne? Okay, 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 ja, doch. Das ist dann quasi so fortschreitend. Ah, okay. Okay. Na ja, gut. Ja. Na gut. Das macht Sinn, weil dann musst du nämlich zu den Händlern gehen und sagen, hallo, ich hätte ganz gerne eine Expertenrobe, weil ich will diese Verzauberung haben. Ich erzauber sie dann und dann habe ich die Verzauberung für meine eigenen Rüstungsteile und Roben. Das hat dann irgendwie so eine Dynamik, wo du Geld ausgibst. Und das will man ja in dem Spiel erreichen, dass du Geld weiterhin ausgeben musst. Damit das halt nicht sinnlos wird. Okay, 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 okay. Ich zieh's zurück. Dann zieh's zurück. Das macht Sinn. Das macht Sinn. Okay. Cool. Aber manchmal muss man sich aufregen, um Sachen zu verstehen irgendwie, ne? Das ist doof.
Naja, gut, aber so machen wir das gemeinsam. Das ist eine Reise, die wir gemeinsam machen. Diese verfluchten Kopfschmerzen, ich scheine sie einfach nicht abschütteln zu können. Möge Minoren eine Gerade zeigen. Auch die Arbeiter klagen mittlerweile über Kopfschmerzen. Und obwohl ihre Konzentration in Gesprächen und ihre Höflichkeit darunter zu leiden scheinen, sind die noch immer voll und ganz auf ihre Aufgabe konzentriert. Sie scheinen ihre Anstrengungen sogar verdoppelt zu haben. Ich selbst scheine mich auf nichts anderes als die Ausgaben konzentrieren zu können. Ich sitze nun hier und studiere einige der Nordartefakte, die wir entdeckt haben. Und selbst dabei verspüre ich einen nagenden Drang, mich nach dem Fortschritt der Ausgrabung zu erkundigen. Neulich geschah es sogar, dass ich ohne nachzudenken nach einer Schaufel griff und selbst mit dem Graben begann. Zum Glück schien sich niemand daran zu stören. Es wäre nicht auszudenken, wenn die Wächter von Minorn an meinem Verstand zweifelten. Mit fortschreitender Arbeit entdecken wir immer weitere Ruinen und Bauwerke der Nord. Jedoch sind wir noch nicht in die Hauptkammer vorgestoßen. Jeden Tag träume ich davon, dass wir endlich Ruhenwald erreichen. Dann denke ich darüber nach, was dieser Fund für meinen Ruf bedeuten wird. Meine Familie wird so stolz auf mich sein. Allen voran mein Vater Minorne. Er und Mutter haben sich immer für meine Studien interessiert. Meine Schwester Minorne. Minorne jedoch nicht. Am meisten freue ich mich darauf, meine Funde meinen Kollegen zu präsentieren. Minorne und Minorne. Und vielleicht auch Mentor Minorne. Boah, Alter. Boah, ist das unheimlich. Okay. Soll ich mal was sagen? Diese Quest hier, ne? Die habe ich noch nie gespielt in meinem Leben. Guck schon mal, wie schön das leuchtet. Ja, Totenbeschwörungszauber sind eine der hübschesten Zauber im Spiel. Die sehen so gut aus in der Hand. Der hat irgendwie so eine Art Besessenheit, Fragezeichen, mit Minorne. Das ist irgendwie ein Name, der ihm irgendwie... Oh, eine Falle. Das ist irgendwie so eine... Aktivieren. Nee. Das will ich nicht. Die sind fast nichts wert. Das ist mit Minorne. Der scheint irgendwie besessen davon zu sein. Mann, wer hat denn die ganzen Fallen hier hingestellt? Ah ja gut, sie tritt da gerade die ganze Zeit rein. Das war gerade richtig unheimlich mit diesem Minorne und Minorne und Minorne. Ach, Minorne. Das ist irgendwie... Weil der irgendwie schon total krank irgendwie ist. Das ist... Boah. Boah. Das ist krass geil geschrieben, einfach das Spiel. Vom Storywriting her. Das ist so... Es hat für mich kein anderes Spiel. Den haben wir erwischt. Ja. Ah, einer kommt noch. Woher seid ihr gekommen? Ah, den haben wir nicht erwischt. Nicht erwischt. Ja, natürlich kommt der Hund zu mir. Dankeschön. Das Volk greift uns auch an. Schade. Krankheitsheilung, kleine Heilung, Wiederherstellung, Wächterkapuze, Amulett, den Rest behalten wir. Behält er, meine ich. Krankheitsheilung, kleine Heilung, Wächterrobe der Veränderung. Gibt es die Wächterrobe eigentlich auch ohne Verzauberung, wenn man sie sich selber verzaubern will? Gibt es das? Ne, gibt es nicht. Aber es gibt es nicht. Also die Wächterrobe kann man dann nicht dauerhaft tragen. Da gibt es das doch. Gibt es das? Ich guck mal. Er findet die ja nicht wegen... er findet die nicht wegen ne? Wegen dem Doch. Nein. Gibt es nicht. Die Wächterrobe gibt es nicht ohne Verzauberung. Also wenn du die selber tragen willst, dann musst du damit leben, dass die halt eine Verzauberung hat, die nicht so effektiv ist. Aber das ist... Ganz ehrlich... Ist egal.
Weil wir hatten ja auch eine Weile die Talmor-Robe an. Und was hatte die für einen Effekt? 10% Reduktion in Zerstörungszauber. Das ist halt gar nichts. Und wir haben die trotzdem dauerhaft getragen. Eine ganze Weile. Also, ist nicht wichtig. Ist einfach nicht wichtig. Sowas, finde ich. Gut, so sehr mich das jetzt hier interessiert, ich muss leider den Part beenden jetzt an der Stelle. Wir gehen mal noch runter hier, aber ich glaube, ich muss noch gucken, wo ich lang muss, bevor ich den Part beende. Oh, was war das gerade? Habt ihr das Aufblitzen sehen? Das war jetzt irgendwie gerade komisch. Nein, ich will mich nicht in den Stuhl hinsetzen, verdammt. Ich wollte nur diese Begräbnisurne dort. Ah, die ist schon leer. Geht's denn hier weiter? Ansonsten laufen wir noch bis zu dem... Ah, hier gibt's wahrscheinlich noch ein Buch. Gibt's hier ein Buch? Kein Buch. Das wäre aber ein Ort, da wäre ein Buch sinnvoll gewesen. Ja? Was wolltet ihr? Ah, nichts. Ich guck nur. Ist da ein Buch? Nein. Ah, da geht's weiter, okay. Ja, da geht's weiter. Und hier ist kein Buch. Nee, ich glaube, wir hatten das Buch hier schon gefunden, ne? Oder? Nee. Aber es geht auf jeden Fall dort vorne weiter, vor der großen Tür, die wir gerade gesehen haben. Hier, genau hier. Hier geht's weiter. Ah, sehr gut. Da ist das Buch. Ich habe meine Muse gefunden und ihr Name ist Minorne. Oh nein. Beim Durchlesen meiner alten Tagebücher ist mir klar geworden, dass sie mir aus dem tiefsten Innern Ruhmwald zugerufen hat. Es war ihre Stimme, die ich vernahm, ihre Stimme, die mich dazu aufrief, immer weiter hinab in den Berg zu graben. Auch die Wächter und die Arbeiter können sie hören. Es erfüllt mich mit Freude, dass ich nicht nur ihre... dass nicht nur mir ihre Liebe gilt. Ach, Minorne, wir hätten wir diesen Ort und euch niemals gefunden. Während ich diese Worte schreibe, entfernen wir das letzte Stück Fels, das uns noch von euch trennt. Diejenigen, die keine Werkzeuge haben, bedienen sich sogar ihre Hände. Ich kann nicht mehr schreiben, ich muss zurück an die Arbeit. Ruhenwald erwartet mich. Ja, die werden irgendwie alle wahnsinnig wegen diesem Fluch, der auf diesem Ort hier ist. Ruhenwald-Tempel. So, dann warten wir eine Stunde, damit Serana neben uns ist. Ja, er ist verfallen. Hatte sich noch ein bisschen was bei sich. Ja, und wobei die Wächterrobe ist nicht komplett nutzlos. Wegen der Magier-Regeneration. Manchmal vergesse ich, dass wir der einzigste Charakter sind, der keine Magier-Regeneration hat, weil wir halt diesen Hexenjäger-Style spielen mit der Zauberabsorption. Gut, ich würde jetzt wirklich sehr, sehr gerne weiter zocken, aber die Zeit ist so. Ich werde auf jeden Fall bald weitermachen hier. Ich werde morgen am Samstag wahrscheinlich nicht aufnehmen. Es kann auch sein, dass ich es tue, aber ich habe eigentlich ja gesagt, dass ich einen Tag Pause mal wieder mir ganz gerne davon gönnen würde, vom Aufnehmen. Weil, ja, ihr habt ja schon gemerkt, dass ich manchmal so ein bisschen so vielleicht weniger sag oder so. Weil ich halt seit Tagen durchweg aufnehme, jeden Tag. Und es macht mir so viel Spaß, aber es muss auch mal eine kleine Pause sein, damit wir wieder noch frischer sind. Damit ich wieder voll frisch bin und bereit für die großen Momente in meinen Let's Plays. Ja. Ich werde diesen Part hier jetzt gleich hochladen. Er müsste dann von der Nacht von Samstag auf Sonntag online kommen. Ja. Und Sonntag würde ich dann wieder aufnehmen. Sonntag würde ich dann um 1 auf jeden Fall aufnehmen, am liebsten. Das sage ich jetzt nicht irgendwie, weil ich das plane, sondern weil es eigentlich die einzigste Option ist. Es sei denn, ich habe Bock auf Medieval 2, dann spiele ich Medieval 2. Und dann mache ich mir auf jeden Fall noch Gedanken wegen Warhammer, was ich da jetzt in der Zwischenzeit spiele. Aber jetzt habe ich erstmal Parts hochgeladen von Warhammer. Das kommt jetzt erstmal alles und danach kann ich immer noch überlegen, was ich dann mache. Ich sollte mich viel lieber auf das konzentrieren, was jetzt wirklich anliegt. Und nicht irgendwie, was mache ich jetzt statt Warhammer, wenn jetzt eine kleine Pause von Warhammer kommt. Ja, und natürlich fokussieren wir uns weiter auf Skyrim. Und ich habe hier wirklich sehr, sehr viel Spaß dran. Und ich hoffe, dass ihr das auch habt. Ich hoffe, ihr freut euch hier drüber. Und
habt genauso viel Motivation wie ich. Auf jeden Fall, unser Charakter sieht jetzt wirklich richtig... Ich finde, der sieht jetzt sehr nach Hexenjäger aus. Also jetzt sehen wir richtig aus wie so ein richtiger Hexenjäger, wie so ein... Ja, so eine Kombination aus Zauberer und Bogenschütze, was wir ja sind. Ne? Wir sind ein Hexenjäger, wir sind beides irgendwie. Und die Kombination aus beidem kommt, finde ich, in dieser Kleidung sehr gut zur Geltung. Mit diesem Roben, mit dieser robenartigen Rüstung, der Kapuze, der Armbrust auf dem Rücken und allem und den Ringen und dem Schmuck und dem Diadem. Das kommt richtig gut zur Geltung. Und ich glaube, das wird auch unser großes Finale-Outfit jetzt erstmal sein für diesen Teil des Let's Plays, bevor wir dann ein anderes Outfit tragen werden im Laufe des Let's Plays. Ich werde natürlich mich wieder umstylen und das macht mir auch sehr viel Spaß, mich da immer weiterzuentwickeln. Und ja, ansonsten, wenn ihr mir auch mehr Skyrim wollt, seid gespannt, wenn wir mit der Dämmerwacht fertig sind, geht's los mit der fünften Staffel, mit dem Drachenkultisten. Da werde ich dann mich drauf fokussieren, auf das Drachenzeug. Das wird auf jeden Fall auch spannend. Was wolltet ihr? Da spielen wir wieder einen bösen Charakter, weil Drachenkultisten sind ja böse. Ein Drachenpriester, um genau zu sein. Jemand, der den Drachenpriester nachmacht. Und ja, das wird sehr spannend. Gut. Oh, ich bin schon gespannt hier aufs nächste Mal. Ich bin gespannt, was hinter dieser Tür mich erwartet. Ich habe keine Ahnung. Echt mega. Gut, dann passt auf euch auf und auf Wiederhören. Ja.